Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ja, wir sind hier gerade in meiner Unterkunft. Und ja, die Aufgabenliste auf der schönen Seite ist ziemlich vollgeproppt. Müssen wir heute auf jeden Fall noch abarbeiten. Aber das, was mir in den Kommentaren jetzt schon mehrfach geschrieben worden ist, warum hält meine Fatman-Raketenwerfer... Hellschirm-Raketenwerfer oder halt auch Granatenwerfer immer so viel aus, damit man sie spielen kann. Weil gerade ältere Spieler haben früh mitgekriegt, ja, das Ding hält so 10 Raketen und dann ist Ende im Gelände. So, wie ich jetzt aber schon in den letzten Sprengstoffentsorgungsfolgen oder halt auch, wo wir die Sprengmeister nachgesetzt haben, gezeigt habe, dass das an und für sich von der Haltbarkeit, nicht mehr so krass ist, gebe ich jetzt hier mal eine kurze Erklärung ab und zeige auch gerade dann mal denn das Bild, was ich denn dafür auch benutzt habe. Und ja, gut, fangen wir aber erstmal an. Und zwar waffentechnisch. Also waffentechnisch, wie gesagt, sämtliche Explo-Waffen, also alles, was explodiert und Flächenschaden verursacht, ist quasi prädestiniert, schnell kaputt zu gehen. Warum ist das so? Es gibt sozusagen, wenn man in eine Gegnerhorde reinballert, für jeden einen Hit-Counter. Also, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr euch die Zahlen in den Einstellungen einstellt. Das heißt, wenn jetzt sozusagen eine Bombe da reingeht und mehrere Zahlen auf verschiedenen Stellen auftrifft, dann kostet jede einzelne Zahl eure Waffe Haltbarkeit. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Ghoul beschießt oder zwei, ne, dann kostet das weniger, als wenn man jetzt 50 Ghule mit einer einzigen Rakete beschießt. Was natürlich bei Raketen, Fatman oder Granatenwerfer natürlich sehr schnell der Fall ist. Gerade bei sehr großen Gegnerhorden, weil es sind ja auch Explosivwaffen. Dasselbe gilt auch für ganz normale legendäre Perks wie Explosiv. Das heißt, wenn man jetzt auf einer Handgefertigten den Perk Explosiv vom legendären Stat drauf hat, dann halt mehrere Gegner mit einem Mal trifft und gerade eine hohe Feuergeschwindigkeit hat, dann zieht das enorm schnell an der Haltbarkeit. Dasselbe gilt aber übrigens auch für andere Items, die einfach so in der Welt sind. Ich nehme mal mein bestes Beispiel Sandsäcke oder Türrahmen oder ne, einfache Geländer, die gar nicht kaputt gehen oder halt ja, ein bisschen zerstört werden, aber halt auch Schadenszahlen anzeigen. Diese trifft man natürlich auch mit einer dicken Explosion, ist natürlich logisch. Und die kosten einen auch ab und zu Haltbarkeit. So, warum ist das jetzt mittlerweile nicht mehr so? Das System hat sich nicht geändert, es hat sich nur geändert, dass die Haltbarkeit dann nicht mehr allzu schnell verringert wird, wenn man eine Waffe mit Explosiv hat. Das wirkte sich nicht nur auf die normalen Waffen aus, weil gerade da war das sehr, sehr quälend. Sobald man eine Waffe mit Explosiv legendären Perk drauf hatte, war die Haltbarkeit gerade bei Gewehren fast unspielbar. 2-3 Missionen und du durftest das Ding reparieren. Mittlerweile ist es ja jetzt nicht mehr so. Das heißt, somit haben auch die großen Waffen, also Granatenwerfer, Fatman und Raketenwerfer, sowie Hellstrom-Raketenwerfer, auch diesen Boni dazu bekommen. So, jetzt im Ganzen ist die Haltbarkeit von den Dingen natürlich nicht besonders. Normalerweise macht man es bei Waffen, um mehr Haltbarkeit zu generieren, Nahkampfschaden drauf. Sowas wie bei einem Gewehr, wuchtigen Kolben. Diese Möglichkeit hat man aber jetzt zum Beispiel beim Fatman überhaupt nicht. Da kann man halt, ja, den Aufsatz ändern. Beim, ne? Beim Hellstrom, naja, da kann man den Aufsatz und das Visier ändern. Und beim Granatenwerfer, naja, einen Lauf kannst du verändern. Der zieht dir sogar noch ab, wenn du den falschen nimmst. Und das war's auch. Also, da hat man jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, das umzuändern. Deswegen spiele ich hier auch prinzipiell das Ganze immer meistens mit Abrix-Experten voll und auch den Waffenschmied voll, weil dadurch wird die Haltbarkeit deutlich, deutlich reduziert, was ich verliere. Der funktioniert jetzt auch mittlerweile wieder so, wie er sein sollte. Und da ich 15 Intelligenz besitze, kümmert mich das jetzt hier beides null. Das andere, was jetzt noch wichtig ist, oder was ich sehr viel benutzt habe, ist halt auch durchladen. Das ist halt, ja gut, das backt immer noch rum, wenn man die Waffe viel zu schnell wechselt.
Oder halt von Ort zu Ort portet, dann hat man halt die normale Nachgeschwindigkeit. Das kennt man aber noch von dem Speed Demon. Wie heißt er jetzt zu Deutsch? Jetzt muss ich selber gucken. Gute Vorbereitung, gut. Raser. Raser heißt er. Das heißt quasi, ne? Man kennt es. Das kennt man bei jeder Waffe. Ist bei Durchladen nicht anders. Ist aber halt ein bisschen hilfreich und halt natürlich den Sprengstoffträger. Wenn man dann noch jäckig ist, um ein bisschen Gewicht zu reduzieren, bärenstark, weil es sind alle schwere Waffen, also sie zählen unter schwere Waffen, werden aber nicht von groß und schwer besetzt. Das heißt, den Schaden könnt ihr auch wirklich nur über Abrissexperte bekommen. Nirgendwo anders. Ansonsten klappt das nicht. Was sonst noch hilfreich war, ist natürlich Feuerfest, ist natürlich bei mir auch standardmäßig drinne, auch auf 3, weil weniger Schaden, gerade so eine Mini-Nuke, die knallt halt ordentlich rein. Ja, ansonsten, wie gesagt, Perception kann man total ignorieren. Man könnte noch sagen, ich habe ja hier noch den Grenadier drinne, der lässt sozusagen die Detonationswelle noch ein bisschen weiter ausschweifen, warum man weniger zielen, ne? Wenn man eine riesen Atombombe macht, dann knallt das halt auch. So sollte es eigentlich auch sein. Man kann auch Grenadier rauslassen. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch ein bisschen Haltbarkeit erzwingen, indem ich jetzt den Grenadier rauspacke. Aber momentan funktioniert das sogar sehr gut mit dem Grenadier. Somit ist das keinerlei Probleme. So, und ansonsten, naja, das sind halt Standard-Perks, die ich jetzt größtenteils in meinem Bild verarbeitet habe, die jetzt nicht wirklich viel damit zu tun haben. Deswegen, das sind eigentlich so die Haupt-Perks, die man dafür braucht. Ist auch so nicht weiter schlimm oder schwer. Ja, Buff-Zeug. Naja, ich spiele Junkie. Da spiele ich jetzt momentan auch nicht so drauf. Deswegen, man kann viel Blödsinn machen. Es gibt auch noch ein Alkoholmittel, womit man Energieschaden erhöhen kann. Das zählt auch auf Granatenwerfer, Fatman und Raketenwerfer mit drauf, weil sie machen kurioserweise mittlerweile wieder Energieschaden. Mal machen sie es, mal nicht. Verlasst euch bitte nicht auf diese Aussage. Und die allerletzte Sache, die ich nicht beeinflussen kann, es ändert sich auch jeweils von Server zu Server. Also ich habe auch wirklich schon Server gehabt, wo es noch alter Standard ist. Sprich, Granatenwerfer ist instant down nach einmal Magazin entleeren gefühlt. Und naja, beim anderen Server, da hält er halt ewig. Das ist halt, ja, ich weiß noch nicht, ob die jetzt alle, die jetzt schon durchgewechselt worden sind oder ob ich dann einfach nur noch einen sehr alten, geupdateten gefunden habe. Kann man ja leider nicht berücksichtigen. Gut, und die allerletzte Sache, die halt eigentlich noch sehr wichtig ist. Ich mache es größtenteils entweder über Reparaturkits, wenn ich schnell gehen muss oder wenn ich die loswerden möchte. Oder halt die 200% des normalen Maximums reparieren. Das hilft auch sehr, 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 sehr doll. Also damit kann ich dann halt auch mal gut meine 400 Raketen loswerden oder meine 100 Mini-Atombomben oder meine 11 Granaten jetzt in dem Fall. Das Einzige, was ich nie empfehlen kann, ist, bis auf beim Granatenwerfer, der Granatenwerfer ist da ausgeschlossen, Mini-Nuke und Raketen nie im Watz abschießen, weil das fängt immer gerne mal an zu stocken. Das heißt, die Rakete wird abgeschossen, ihr behaltet sie aber im Inventar, aber sie wird euch quasi abgezogen. Und erst nach dem Relock kriegt ihr die Raketen wieder. Ich weiß nicht, in der letzten Aufnahmesession ist das ja auch vorgekommen. Ich habe Raketen aufgesammelt, weil ich halt Raketen im Watz benutzt habe. Das ist zum Beispiel dieser Bug, der existiert auch schon seit der Beta und der wird sich wohl wahrscheinlich auch nie in Luft auflösen. Deswegen, ne? Hört auf, Blindgänger zu nehmen. Versucht manuell zu zielen. Ist das Beste, was man machen kann. Wenn man aber trotzdem mit Watts spielt, dann sollte man sich auch dem bewusst sein, dass die Raketen quasi, ja, böse im Inventar bleiben. Und jeder weiß, Sprengwaffen sind schwer. Das hat man ja in den letzten Folgen gesehen. So, aber jetzt genug des Ganzen. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Hier, das muss raus, das muss raus. Denn wir wollen jetzt gleich nochmal in die Daily Ops. Und wir haben heute sogar noch was Neues. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder viel mit Quatschen verbraucht. Gut, gehen wir erstmal in die Daily Ops rein. Als allererstes. Das Zangen-Event ist ja vorbei und es gibt jetzt Fastnacht. Ah, oh, ich freue mich schon auf Fastnacht. Wenigstens mal wieder ein bisschen was Neues.
Auch wenn es alt ist, kann man so sagen, das passt. So, jetzt machen wir erstmal Ego hier und da hinten flitzen schon die Roboter. Anwärter Dodge, stählerne Bruderschaft, eure Mission, herauszufinden, warum wir den Kontakt zu den Verbindungsgeräten in der Gegend verloren haben. Und da fällt mir gerade ein, ich habe stabilisiert gar nicht mehr. Den müsst ihr zuerst reparieren. Achso, und stabilisiert funktioniert bei Raketen und Co. nur teilweise. Das habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen. Deswegen, ja. Stabilisiert ist zwar gut, aber eher halt für die kalibrierten Waffen. Nicht für die Raketen oder für die Mini-Nukes. So, dann werden wir jetzt gleich nochmal reinziehen. Weil gerade gegen Gatzis und Co. wäre das schon nicht schlecht. So, gib mal her hier. Kalibrierung des ersten Geräts läuft. Blups. In der Gegend kümmern sich ein paar Feinde. Schaltet den sie aus. Raus, den nehmen wir raus. Ja, seid, wenn ihr fertig seid, sagt Bescheid, ne? So, machen wir jetzt Waffenschmied mal ein bisschen kleiner. Macht sich mit dem Zielen halt eigentlich immer ein bisschen besser. So, kommt der hier. So meine ich das jetzt nicht, aber okay, gut. Dann bügel ich euch so weg. Den sehe ich nicht. Hier so den hinteren. So, ich hoffe, ich konnte auch den meisten jetzt damit helfen. Ich weiß, das ist jetzt kein extra Video geworden, aber das waren halt 10 Minuten Erklärung. Wenn jetzt da immer noch Fragen besteht, ihr könnt jederzeit gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es auch gutesgehend beantworten, wenn ich es beantworten kann. Also solche Fragen, wann das nächste Update jetzt hundertprozentig kommt, kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich bin kein befester Mitarbeiter. Das ist halt so, ja, das muss ich auch raussuchen oder, ne? Auch abwarten. Ich sitze da halt nicht mit im Vertrieb. Wo ich auch immer viele Fragen für kriege, die ich dann auch wirklich nicht beantworten kann. Tut es mir immer leid, dass ich sie überhaupt nicht beantworten kann. Schreibt dann immer nur dazu, ja, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber so, das meiste, was Spielbetrieb ist, dann habe ich ja schon meistens selbst getestet. Ich habe hier noch 87 Stimpaks. Warum habe ich hier so viele Stimpaks? Habe ich die Stimpaks? Ich habe vergessen zu verkaufen. Nein. Na, aber. Ja, eben habt ihr jetzt hier noch Randale gemacht und jetzt ist hier schon wieder tote Hose. Ich bin heute wieder schwerer Junge unterwegs. Na, komm her hier. Muss ein bisschen Blei wieder in die Heide jagen. Damit ich neu Blei besorgen kann. So, und heute werden wir auch mal gucken, dass wir mal wieder ein bisschen mehr looten. Los, auf zum zweiten Gerät. Die letzten zwei Aufnahmesessionen, da kam ich mir so ein bisschen mit, ja, nichts aufheben, ein bisschen blöd vor. Weil wir brauchen das ja bald. Auch hier beim LP-Char. Denn wenn da jetzt wirklich mehrere Camps zur Verfügung stehen, wenn das bald irgendwann mal frei ist, dann sollte ich auch genug Materialien in der Kiste haben. Bleib dran, Team. Wir haben es fast damit geschafft. Ich sagen kann, gut, ich baue mir noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebte, eine achte Butze. Und damit meine ich jetzt nicht, so viele werden erscheinen, sondern damit meine ich eher so, ich reiße die eine ab, dann stelle ich die andere hin. Ich habe mir auch schon schöne Pläne damit gemacht. Was man damit anstellen kann. Also Effizientpläne und ähnliches. Weil ich bin ja gerne mal so derjenige, der sich da einen kleinen Plan macht. Wie kann man das am besten umsetzen? Und auf jeden Fall wird eins definitiv am Fluss ein Camp erstellt werden. Wo ich einfach nur das Wasser sammeln werde. Warum Wasser? Naja, Kleber. Um noch mehr Wasser zu kriegen. Also nicht nur aus Questen und Co., sondern... Oh, ja komm. Jetzt reicht's aber.
ob ich das mal mit der Minigun schaffe hier. Ich hab ein bisschen viel Zeit verbübelt. Da ist noch einer. Na komm her. Ja, haben wir aber nicht. Liebe und Vergebung gibt's nicht. So. Da liebe ich meine Waffe mit höherer Feuerrate. Da macht einen das Eis auch nicht so viel aus. Es sei denn, man kriegt zu viel Schaden ab. Na, aber. Habe ich gerade den eingefrorenen Bug nicht. Ansonsten hätte ich ein Problem. Oh, Stufe. Yay. Mal gucken, ob wir vielleicht heute noch eine hinkriegen. Na komm. Versteckt euch nicht so hinter dem Nebel. Gute Arbeit. So, jetzt müssen wir mal Gas geben. Ja, ja. Wimmelt es nur so vor Feinden. Ich schicke euch die Koordinaten. Ausrücken. Na ja, komm. Werd wieder warm. Ist ja kalt hier. Euch steht wohl ein Kampf bevor. Agiert nach eigenem Ermessen. Feindliches Ziel entdeckt. So. Holz müssen wir mal kurz alle weg hier. Ah, hier sind noch welche. Kommen sie doch gerade alle an. Dreh, dreh, dreh. Da oben. Du bist es nicht, aber du da hinten. Achtung, Primärziel. Ihr kennt so, eure Befehle, Team. Erfüllt uns mit Stolz, Ad Victoriam. Ne? Drückst du schneller als die Stimpumpe heute, oder was? Nee, gibt es doch nicht. Die Geräte werden wichtige Daten liefern und ihr habt eine ernste Bedrohung ausgeschaltet. Ruht euch aus, ihr habt es euch verdient. Dodge, Ende. Gut, haben wir jetzt hier noch frei? Ja, wir haben noch ein paar Nachzügler, die können wir noch wegniedeln. Und dich da hinten. Muss ich gar nicht zu verstecken. Ja, einer haben wir noch, da hinten. Gut. Ruhe jetzt im Karton hier. Hoffe ich mal. Nee. Guck gleich nochmal ein Robo hören. Heißt, ich würde mich hier mal kurz hinsetzen. Und dann gehen wir mal schnell raus. So, gucken wir nochmal kurz in die Belohnung rein. Hellström Raketenwerfer des Problemlösers, ein Stern. Ist aber wenigstens schon mal wieder ein Hellström. Aber nein, der wird geschreddert. Wird zwar heute nicht mehr passieren, aber morgen wieder. Weil geschreddert habe ich jetzt schon im Voraus. Mal ja jeden Morgen. Die morgendliche Runde Schreddering, die muss halt drin sein. So, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir hier nochmal Gas geben, dass wir hier noch irgendwas hinkriegen hier. So, das heißt, ich werde jetzt hier nochmal kurz Rüstungswechsel machen. So. Ich bin nicht. Und falls die Frage auch wieder aufkommt in den Kommentaren wegen der Popo-Klappe, wenn man den Bruderschaftsgruß macht, ja, der ist immer noch vorhanden, dass die Arschklappe sich zur Seite schiebt. Also hat sich auch noch nicht viel geändert. Gut, aber jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt hier mal die rechte Seite mal vom Ganzen befreien, damit man mal wieder was sieht hier. Fotografiere Ecker. Hemlock Holz Koch. Nee, dem. Oder? Habe ich extra wo schon drinne? Ja, habe ich schon drinne. Jetzt bin ich gerade ein bisschen unsicher. Normalerweise bereite ich das Bild ja immer vorher ein bisschen vor.
Und vergesst dann trotzdem die Hälfte. Aber das passt. Das heißt, wir gucken mal, dass wir den Koch jetzt hier mal fertig machen. Oder noch fertig bekommen. In der Hoffnung, dass es klappt. Zumindest glaube ich, dass Wochenende ist. Es scheint Probleme mit meinem internen Kalender zu geben. So, wo haben wir's? Bei Crater. Bei Crater ist immer blöd. Weil da sind die Yaogwais meistens schon direkt da. Eigentlich, da muss ich gleich mal bei meinem Camp um eine Ecke gucken. Da habe ich in letzter Zeit eigentlich wieder gut Glück, dass es keine Frösche oder Gummibärchen sind, wollte ich gerade sagen. Natürlich nicht erwischt. Warum auch? Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas, Junge. Wir wollen doch was zu essen haben. Na, nicht Heldenlandung machen hier. Lad nach, lad nach, lad nach. Da rennt er noch weg. Gut. Fast alle erwischt. Mal gucken. Den darf ich nicht doppelt looten. Den darf ich doppelt looten. Ah, den kriegen wir auch nochmal. Dann nehmen wir die anderen. Dass die Yaogwais heute mal nicht da sind, ist ja mal. Drei Kreuze in den Kalender und ich kriege sogar damit ein bisschen Fleisch extra. Für später. Das ist doch wunderbar. Gut, Yaogwai Fleisch und Co. brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe, ich habe jetzt noch den grünen Daumen drin. Dann haben wir gleich das Zeug fertig. Ah, den schlimmsten eigentlich fertig. Wobei, der könnte heute eigentlich wieder nochmal aufbrocken, wenn ich Pech habe. Beim Vorbeilaufen. So, schauen wir mal hier, Tato. Denn hier hinten. Ach nee, ist ja. El Picha. Der hat das ja andersrum gebaut. Sollten Sie nicht Supermutanten. So, und ein Mais. So, jetzt brauchen wir nur noch abgeben, alle drei schmeißen und dann passt das. Da haben wir wenigstens eine Quest geschafft und Daily Orbs. Ja, manchmal, da kommt man nicht so gut voran. Aber die Erklärung fand ich halt wichtig. Weil die Frage kam jetzt schon öfters in den Kommentaren vor. Ich rieche Tod. Den Tod eines köstlichen, unschuldigen Tiers. Diese Red-Hirsch-Steaks sehen wirklich gut aus. Natürlich. Ich liebe das Geräusch von rohem Tierfleisch, das über einer heißen Flamme brutzelt. Na, komm. Wir sind noch nicht fertig. Die Steaks gelingen sehr gut. So, hier kriegst du deinen Rest. Dann rennen wir hier mal ein Stückchen weg und kochen hier mal den Rest weg. Aber ich habe die Beilagen vollkommen vergessen. Und ja, es gibt wieder dicke legendäre Scheine. Ich werde auch heute mal wieder ein bisschen rollen. Und falls Sie Mais auf jeden Fall. Finden, könnte ich die auch gebrauchen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann mit der Abarbeitung in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.